Ja, hallo und herzlich willkommen zurück auf meiner kleinen Insel. Wir haben in der letzten Folge hier diese geniale Basis für unser Haus gebaut. Und ich wollte jetzt in der Folge mal mir den Speer schnappen und einfach mal gucken, was hier so in den Gewässern rund um die Insel vielleicht unten noch verborgen ist. Also ich glaube auch, als wir hierher geschwommen sind. Ich glaube, da können wir gerade mal hin. Da war ja das Wasser relativ flach. Hier vorne war das doch. Das finde ich eigentlich auch cool. Also theoretisch könnte man hier vorne. Ah, seht ihr, da ist auch noch ein kaputtes Boot. Hier vorne könnte man sich auch noch so einen kleinen Aussichtsturm oder sowas hinbauen. Aber ich gucke jetzt erstmal, was wir hier in dem Boot haben. Da ist doch bestimmt auch noch irgendwas Cooles drin. Nein. Jetzt überlege ich nur gerade, wie weit war das denn ungefähr? Sollte ich. Nee, ich glaube, ich hole mir mal lieber das Floß. Das ist sicherer, nicht. Falls dann ein Hai kommt, dann kann ich mich wenigstens in das Floß verkriechen und zurück zur Insel paddeln. Wenn ich dem wegschwimmen. Also, ja, weiß nicht. Also, wenn ich dem wegschwimmen muss, man kriegt so ein Hai. Man wird. Also, zumindest bis zum letzten Patch wurde man die eigentlich ganz gut. Wurde man mit denen ganz gut fertig. So, was ist denn da drüben noch? War ich. Egal, wir nehmen uns mal das Paddel. So. Jetzt gucke ich. Ich gucke hier nochmal kurz. Jetzt überlege ich nur gerade, von wo sind wir denn vorhin gekommen? Oder vorhin, ja, also. Da ist auch noch was drin. Das holen wir uns doch gerade mal. Eine Toolbox mit. Oh, eine Axt. Sehr schön. So. Sind wir von der Insel gekommen oder von der da? Ich weiß es gar nicht mehr. Da war nämlich noch. Oder von wo ganz anders. Ich paddel mal so ein Stückchen raus, weil irgendwo war hier doch noch so ein. Ah, da vorne sehe ich es doch schon. Genau, da vorne ist noch ein Wrack. Dann können wir da einfach nochmal gucken, was da noch ist. Vielleicht finden wir da ja auch noch irgendwas Cooles. Und dann haben wir unser Floß dabei. Da können wir uns dann immer wieder reinverziehen, um zurückzuschwimmen. Ich hoffe, das ist nicht. Wenn ich Pech habe, muss ich gleich nochmal zurück paddeln, obwohl es geht. So, was haben wir denn hier in dem Schiff? Hier ist noch nichts. Ich nehme auch mal den Speer. Wie gesagt, falls ein Hai kommt. Ah, so, dann holen wir mal kurz Luft. So, ich sollte den kurz Luft holen lassen, tatsächlich. So, und dann geht es wieder nach unten in die nächste Ebene. Was haben wir denn hier? Achso, da haben wir gar nichts. Hier haben wir eine Tür und einen Locker. In dem Locker. Oh, eine Laterne. Cool, das freut mich. Haben wir gleich Beleuchtung für unsere neue Hütte. Und die Konsole. Da ist ein Eimer. Das ist auch super. Und jetzt brauchen wir erstmal wieder Luft. Das sieht man, weil. Ja, so, alles okay. Nichts passiert. So, mit dem Eimer können wir uns nämlich Wasser holen. Ja, da oben ist doch auch noch irgendwas. Eine Flare. Und das Wasser können wir dann über der Feuerstelle abkochen und dann kriegen wir ja, frisches Wasser, was wir trinken können. So, da war leider nichts mehr. Wie der sich ja jedes Mal fast auskotzt. Was ich jetzt allerdings noch gucken will. Ist, wir haben ja hier noch eine. Oder? Nee, ganz unten können wir, glaube ich, gar nicht rein. Oder können wir? Doch, können wir. Aber das sieht nicht so. Nee, das sieht nicht so aus, als wäre hier irgendwas. Oh! 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 Scheiße, wo kommt. Da kommt auf einmal, taucht hier auf einmal so ein Scheißhai auf. Der bringt mir natürlich hier in dem Wasser nichts. Ich würde den ja gerne eigentlich angreifen, aber das ist. Zu tief hier. Verpiss dich, du blöder Hai. Oh, hab ich mich jetzt erschrocken. Taucht da aus dem Nichts dieser blöde. Uah, und der hat gerade unser Floß angestummt. Huh. Na, warte, jetzt krieg ich dich. Du blöder Tigerhai.
Jetzt kriege ich dich. Okay, die sind deutlich aggressiver geworden mit dem letzten Patch. Aber ich auch. Na, langsam müssen wir den noch mal. Oh nein. Oh nein, der Hai hat uns erwischt. Scheiße. Ist das Let's Play jetzt wirklich an der Stelle schon zu Ende? Ich habe natürlich auch keine Bandages. Oh Gott. Ja, die Haie sind aggressiver geworden. Uiuiuiui. Oh, das sieht nicht gut aus. Unser Arm sieht so ein bisschen aus wie Disco. Also ja, ich muss sagen, in der alten Session habe ich weiß nicht wie viele Haie gekillt. Alter Schwede. Ja, das Problem ist, wir brauchen Bandages und ich habe keine. Ich weiß gar nicht, können wir das... meine Flare, die Lampe, die stellen wir einfach erstmal hier so hin. Stellen wir einfach erstmal hier so hin und schalten sie ein. So. Das Duct Tape können wir hier drüben zum Motor legen. Ist das eigentlich irgendwie... Na, ich habe die Vermutung jetzt, wo mich der Hai erwischt hat, dass ich wahrscheinlich deutlich mehr... So, das hängt... Achso, da ist kein Wasser drin, oder? Oh, oh. Was war das denn jetzt? Kommt das jetzt von dem Hai? So, den Bucket Seawater, den hänge ich jetzt mal hier rein. Achso. Ah, man muss jetzt... Ja, ist neu mal... Okay. Verdammt. Ich glaube... Wir haben ein größeres Problem. Moment, ich habe doch hier Morphin. Vielleicht hilft ja Morphin. Nee, Morphin kann ich nicht verwenden. Scheiße. Ich hätte mir... Oh Gott. Wir verlieren rapide Gesundheit. Ich hätte mir tatsächlich... ich hätte das erst machen sollen, wenn ich Bandages habe. Aber ich hoffe, es hilft... Ach, oh Gott. Was ist mit unserem Arm los? So, wir essen nochmal die restlichen Kartoffeln. Obwohl, nee. Wir kümmern uns hier mal um so eine Kokosnuss. Das ist, glaube ich, besser. Da kriegen wir nämlich auch noch direkt was zu essen. Zu trinken. Und ich hätte die noch. So. So. Okay. Unser Arm sieht immer noch nicht besser aus. Was, wie ist das entscheidend? Ich dachte, aber dann brauche ich wahrscheinlich, wenn ich von einem Hai angegriffen werde, brauche ich wahrscheinlich tatsächlich... Nee, das kann ich nicht benutzen, also... Da hätte ich... Verdammt, da hätte ich die Bandage gebraucht. Oh Gott, ich hoffe, das wird jetzt hier nicht schon das Ende unseres Let's Plays, weil ich so blöd war. Aber momentan sieht es ja so aus, als würden wir zumindest... kein Leben mehr verlieren. Dann beschränke ich mich erstmal wieder einfach aufs Bauen. Dann bauen wir mal an unserer Hütte weiter.
Oh, mit der besseren Axt sieht man auch gleich, da geht es gleich viel, viel schneller. Wenn man den Turbo einsetzt, jetzt sieht man es natürlich nicht. So. Das, wo haben wir denn die Palmfronts? Die liegen doch hier, ne? Ja. So. Naja, okay, unsere Lebensenergie geht zumindest erstmal nicht mehr runter. Das ist schon mal gut. Das heißt, wir haben ein bisschen Zeit gewonnen. Dann können wir... So, dann können wir hier zumindest noch ein bisschen Foundations bauen. In der Hoffnung, dass es dann nicht total... Foundation. So. So, dann kommen hier vorne noch zwei dran und ich denke, hier baue ich noch eine Reihe dran und ja, das sollte erstmal, glaube ich, für eine schöne Hütte reichen. Jetzt haben wir allerdings das Problem, dass wir gar nicht mehr so viele Palmen hier auf der Insel haben. Wie gesagt, diese kleinen, die will ich eigentlich erstmal stehen lassen. Ja, blöder Hai. Es regt mich immer noch auf, dass ich so blöd war, den anzugreifen. So, die krude Axt nehmen wir jetzt erstmal, die verbrauchen wir erstmal. Dann holen wir uns hier die Palme noch, die Palme. Ja. Oh, cool. Und genau das ist der Grund, warum ich diesen Bug auch verwendet habe. Weil es kann passieren, dass man statt einem Baum, wie ihr seht, zwei bekommt. Das heißt, wir haben direkt mehr Ressourcen für unser schönes Häuschen. Das heißt, ich muss mit Sicherheit nicht ganz so häufig zu anderen Inseln. Nee, muss ich sowieso. Müsste nicht so eine Haiverletzung, wenn der einem in den Arm beißt, eigentlich auch wieder abheilen? Also, ja, sicherlich ist es schlimm, aber eigentlich sollte der Körper doch dazu in der Lage sein, das selber zu heilen, oder nicht? Fällt mir gerade so ein. Ansonsten müssen wir uns halt wirklich hier mal auf die Suche begeben und nach Bandages suchen. Ich habe aber allerdings, also die findet man halt in Schiffen, aber da muss man dann tatsächlich einfach mal Ausschau halten. Aber erstmal haben wir hier drei Bäume, das ist ganz gut, da haben wir noch ein bisschen Holz, da können wir hier noch ein bisschen was bauen. Und der Holzverbrauch hier, der ist schon extrem hoch. Für eine Foundation brauchen wir halt tatsächlich 8 Sticks. So. Den haben wir auch. Was sagt... Ah, es geht sogar wieder hoch. Das ist ja cool. Das heißt, wir haben nur noch einen roten Disco-Arm. Aber unser Leben erholt sich langsam wieder. Das ist sehr gut. Haben wir, dann geht es ja doch noch ein bisschen weiter. Haben wir doch nicht gleich in der dritten Folge. Oh, und die Axt ist kaputt. Haben wir ja doch nicht gleich in der dritten Folge verkackt. Vierte Folge. So.
So, jetzt haben wir hier noch das. Die bringe ich aber erstmal wieder, wenn ich irgendwas sehen würde. Entschuldigung. So, hier haben wir die Palmfronds. Das bringen wir auch noch darüber. Ich sammle die auch nachher mal ein und stapel die ein bisschen ordentlicher irgendwo in der Ecke. So. Ja, die kriegen wir da auch wieder drunter raus. Das. Was sagt denn unsere Axt? Oh, die ist auch schon wieder. Das finde ich halt schade. Also diese echt guten Werkzeuge, die nutzen sich, finde ich, halt aber auch viel zu schnell irgendwie ab. So, was wollten wir? Jetzt baue ich erstmal hier drüben die zwei noch dran. Ja, geht doch. Geht doch. Super. Dann das. Hatten auch. Na, komm. So, wunderbar. Ja, das wird doch langsam. Das wird doch langsam. Und jetzt kommt hier die nächste Reihe dran. Machen wir mal so. Dann den Hammer. Und dann haben wir hier nochmal. Achso, die Dinge jetzt. Na, hier, zwei. Dann kriegen wir hier noch eine Foundation, kriegen wir noch raus. Jetzt bin ich noch hier hin, noch. Nee. Obwohl, naja, eine, also die Kartoffel, die steht ja am Rand. Das heißt, wir könnten theoretisch noch eine Reihe nach hinten bauen. Was sagt denn unser Hunger? Achso, ich dachte gerade, die Batterien der Uhr wären jetzt leer. Ich mache hier nochmal gerade, weil wir brauchen mit Sicherheit auch noch so ein paar Palm-Lashings. Die ist noch nicht so weit. Die Kartoffel ist auch noch nicht so weit. Hier war doch noch eine Yucca, oder? Nee, die habe ich gerade gesagt, war noch nicht so weit. Die hier ist auch noch nicht so weit. Okay, hier ist noch eine Kartoffel, die ist aber auch noch nicht wieder reif. Oh, da ist noch Kokosnuss. Hier ist noch ein Stein. Oh, wie geil. Das ist ja. Oh, go. Sehr gut. Das heißt, wir können uns hier gegebenenfalls doch nochmal ein Werkzeug bauen. Das ist ja der blöde Hai. Blödes Vieh. Naja, ich bin ja auch selbst dran schuld. Ich hätte ihn ja gar nicht angreifen müssen. Warum ist das. Also, das sollte doch da eigentlich liegen. So, die Axt, den Stein, den lege ich erstmal hier irgendwo hin. Die Kokosnüsse, die können wir eigentlich gleich verspeisen. Und die Lashings legen wir mal so, den Hammer. Oh, was war das denn für ein Ruckler? Den Hammer lassen wir mal hier. Und dann holen wir uns erstmal hier noch was zu essen. Wo ist denn die andere? Ich habe da doch gerade noch eine hingeschmissen. Siehst du die gerade irgendwo? Ach da. So. Jetzt gucken wir mal gerade, was wir hier auf der Insel noch so an Palmen haben. Essen. Okay, super, das hat gereicht. Wir haben nur noch die eine hier. Dann würde ich sagen, ja, die nehmen wir uns halt noch mit. Und danach müssen wir. Tatsächlich auf eine andere Insel. Und schauen, dass wir da dann weitere Palmen kriegen, um unsere schnieke Hütte hier weiterzubauen. Also ich nehme jetzt den. Ja. So, wir haben jetzt hier den
Den machen wir nochmal klein. Ich glaube, wir nehmen als nächstes einfach die da. Oder wollten wir das Floß liegt da hinten, oder? Ah, nehmen wir einfach die, wo wir hergekommen sind. Jetzt nehmen wir aber erstmal den Baum noch auseinander. Jetzt haben wir nochmal zwei Foundations. Okay, so. Das Ding bringen wir wieder hier rüber. Nehmen wir auch noch kaputt. Machen wir auch noch kaputt. So. Dann haben wir jetzt alles schön aufgeräumt. Hier haben wir noch Holz für zwei Foundations. Wenn ich jetzt nach hier, weiß ich gar nicht. Das probieren wir dann einfach mal aus, ob wir hier noch eins hinbauen können. Dann hätten wir das Haus so fünfmal, wenn ich hier hinten noch eine Reihe. Ja gut, wegen der Kartoffel kann ich das hier schlecht. Dann machen wir einfach nur, ich glaube, hier einfach noch eine Reihe ran. Und dann haben wir so ein Haus, so 4x5. Ah, das ist, glaube ich, ganz okay. So, ja, das war ja dann doch heute relativ spannend. Den Haiangriff haben wir überlebt. Wir haben aber schon wieder Lebensenergie verloren. Ich denke, wir müssen uns in den nächsten Folgen mal aufmachen, um ein paar Bandages zu finden. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.